Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog von mir. Ihr seht es schon im Hintergrund, und zwar eine Lokomotive. Diese Lokomotive ist von Smoker Trains und ich befinde mich gerade in Emstetten. Und genau auf dieser dürfen wir nämlich heute grillen, beziehungsweise ich darf heute grillen. Ich möchte euch gerne diese kleine Lok, eine wirklich perfekte Lok, genau vorstellen. Benjamin hole ich gleich damit zu und er erklärt euch das, wie es gleich weitergeht. Ja, eingangs habe ich euch Benjamin schon gesagt, dass er in diesem Video mitwirkt, denn es ist seine Idee. Stell dich kurz vor. Ja, hallo, ich bin Benjamin, ich bin der Inhaber von Smoker Trains und Tobias darf heute auf unserem Prototyp, der BR89001, einmal grillen. Ihr merkt schon, anhand der Bezeichnung, er ist halt wirklich detailverliebt und das sage ich auch nicht nur wirklich so, es ist tatsächlich so. Ihr seht es im Hintergrund schon, die Lok ist am Dampfen, denn darauf gibt es gleich noch ein Gericht von. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen, was war der Initialgeber? Angefangen hat das Ganze mit dir, mit deinem YouTube-Video von in Cola gedünsteten Spare Ribs. Ja. Und daraufhin habe ich meinen ersten Smoker gekauft. Und nachdem der seine Zeit rum hatte, musste was Neues her. Und dann kam die Idee, sich nicht einfach eine schwarze Tonne wieder in den Garten zu stellen, sondern gleich eine ganze Lokomotive. Da es am Markt nichts Vergleichbares gibt, gibt immer nur Smoker, die ein bisschen nach Zug aussehen wollen. Aber es gibt keinen Zug, mit dem man smoken kann. Und deswegen war die Idee geboren, hier richtig eine original deutsche Dampflok im Maßstab 1:3 nachzubauen. Ach, sehr schön. Kommen wir gleich nochmal drauf hinaus. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gucken dürfen, um ehrlich zu sein. Also die Detailgenauigkeit finde ich wirklich sehr, sehr gut. Auch die Räder bewegen sich. Also ihr müsst das halt wirklich sehen. Die Räder bewegen sich so, wie eine Original-Lok sich eigentlich auch bewegt. Das heißt, die Lok liegt bei dir schon länger zurück, dass das so für dich so affinin ist, dass du so... Ja, also als Kind habe ich so diese berühmte MacLean-Eisenbahn geschenkt bekommen. Ja. Und diese Standard-MacLean-Dampflok, die jeder Junge kennt von früher, ist halt diese BR89. Ja. Und deswegen haben wir genau die als Modell genommen. Sehr gut, ist auch sehr gut gelungen. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt mal ins Detail an, gucken uns dann die Lok noch mal genauer an, dann erklärst du mir so einige Sachen noch. Ja, klar, gerne. Beginnen wir jetzt einfach mal mit hier hinten. Was ist das jetzt genau? Sag mal ein bisschen was. Bei der normalen Lokomotive hast du hinten immer den Kohletender. Ja. Bei dieser Rangierlokomotive. Bei uns haben wir den auch angedeutet, aber damit wir genug Platz zum Grillen haben, weil wir ein bisschen größer sind, können wir den einfach aufmachen. Ja, hier hast du den Fahrstand deines Grills, deiner Lokomotive. Ja. Und wie ein richtiger Heizer können wir hier die Klappe öffnen, um beim Smoken immer schön nachzulegen. Und da hast du dann jetzt die Kohle? Genau. Wenn du mal nicht indirekt grillen möchtest und wie ein richtiger Lokomotivführer nachlegen möchtest, kannst du auch komplett öffnen und auf der Grillfläche komplett direkt grillen. Wahnsinn. Und hier oben hast du jetzt so rote Rädchen. Was machst du damit genau? Ja, damit können wir die den Rauch steuern von der Lokomotive. Einmal von der Brennkammer in die Räucherkammer. Und da öffnest du das Ganze hier mit dem linken Rädchen. Und von der Räucherkammer, was durch den Schornstein in die freie Natur darf, das regelst du mit dem rechten Rädchen. So, Tobias. Und mit dem rechten Rädchen können wir vom Führerstand der Lok ganz bequem den Luftauslass steuern. Das heißt, da kannst du wirklich punktuell sagen, wie viel Luft er jetzt durchzirkulieren soll und wie viel nicht. Genau, du kannst stufenlos das Ganze einstellen. Sehr gut. Du hast ja jetzt auch noch von unten eine Luftsteuerung, habe ich gesehen. Genau, die Luftzufuhr für das Feuer, die Frischluft steuerst du mit dem großen Hebel. Also volle Fahrt nach vorne bedeutet mehr Luft für die Flamme. Also wie in der richtigen Lokomotive quasi. Richtig. Mega. So eine Smokertür, die wiegt ja auch schon was, ne? Also so ein Deckel. Genau, unser Kessel ist komplett aus 6,3 mm dicken Stahl, also hält die Wärme richtig gut. Ja. Aber du siehst, die große Tür ist federleicht zu öffnen und zu schließen. Das ist ja cool. Und im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben das Ganze federentlastet. Ich habe jetzt gesehen, du hast jetzt auch 3 Temperaturfühler oben reingebaut. Das hat was für einen Sinn genau? Einmal die Temperatur am Eingang von der Räucherkammer, einmal in der Mitte und einmal am Ende von der Räucherkammer. Ja. Grundsätzlich besteht die Lok aber aus 3 Bereichen. Wir haben einmal, wie ich dir gezeigt habe, unsere Brennkammer, wo du direkt grillen kannst. Ja. Unsere große Räucherkammer, wo du indirekt grillen kannst. Mhm. Und diese Lok hat eine Besonderheit. Wir haben auch eine Kammer, in der du Speisen warm halten kannst, ohne dass sie im Rauch stehen. Ja, dann zeig mir mal die Kammer, die du meintest. Ja, Tobias, von vorne kannst du den Kessel öffnen. Ja. Und da hast du genug Platz, um Speisen längere Zeit warm zu halten. Das ist ja Wahnsinn, da hast du ja richtig viel Platz drin. Ja, sehr schön.
Ja, danke nochmal für die Einführung. Ich freue mich jetzt schon aufs Grillen. Klientel oder beziehungsweise Ansprechgruppe für diesen Smoker oder für diesen? Ja, also ein Smoker in der Größe ist natürlich eher was für Caterer, für Hotels, Gastronomie, ja. Und natürlich für jeden Liebhaber von Lokomotiven, unabhängig davon, ob privat oder gewerblich. Ja. Wichtig ist zu wissen, wir haben eine Materialstärke vom Kessel von 6,3 mm. Oh, das heißt, wir sind hier im professionellen Bereich, können die Wärme gut halten, haben über einen halben Quadratmeter Grillfläche allein zum indirekten Grillen und nochmal halt die Grillfläche, wie ich dir zuvor gezeigt habe, für das direkte Grillen. Genau. Ja, so sieht das aus bei uns. Und dann halt auch eine sehr, sehr große Warmhaltebox. Also ich freue mich jetzt schon, dass ich gleich grillen darf. Danke nochmal dafür. Ja, und jetzt würde ich halt wirklich sagen, gehen wir ans Grillen. Benjamin, danke für den schönen Tag. Es hat wirklich extremst viel Spaß gemacht und ihr habt das selber an den Bildern gesehen. Perfekte Lokomotive als solches, muss ich ganz ehrlich sagen. Dankeschön. Gibt es noch irgendwelche Zukunftspläne von dir? Wie, was darf man erwarten? Was kommt noch? Ja, ihr werdet von Smoker Trains noch jede Menge hören. Wir haben noch einige Lokomotiven geplant, die in den nächsten Jahren auf euch zukommen. Jetzt gibt es erstmal für euch die BR89 als limitierte Auflage und da wünschen wir allen Inhabern viel Spaß damit. Zu den weiteren Infos, wie ihr auf die Website kommt und, ihr kennt das von mir, verlinke ich euch unten in der Infobox. Ihr könnt das dann allerdings auch nochmal nachlesen, weil demnächst gibt es ein Rezeptvideo. Was meinst du, wie war das Rezeptvideo, was ich heute so gemacht habe? Super lecker. Und wie gesagt, alles von der Lokomotive kommt innerhalb der nächsten Wochen. Haltet euer Auge wirklich auf meine Seite. Da verlinke euch alles nochmal. Danke dir nochmal. Kommen wir zum Ende zu dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von dem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut auf tobiasgrill.de nach. Und euch findet man? Uns findet ihr unter www.smokertrains.de oder auf Facebook unter Smokertrains. Verlinke ich euch wie gesagt alles und würde sagen, bis dahin.